Hi und willkommen zum nächsten Teil meiner Tops aus dem Jahr 2018, also den Büchern, ja, die ich als Highlight bezeichnen würde und mit denen ich 5 Sterne gegeben habe. In diesem Video soll es sich nur um Thriller und Krimis gehen. Einen anderen Teil mit, ja, Büchern aus anderen Genres habe ich bereits gedreht und der ist auch schon online. Den werde ich euch mal hier oben verlinken oder da, wo auch immer. Dann könnt ihr da gerne noch mal vorbeischauen, falls ja, ihr jetzt nicht so Krimi und Thriller interessiert seid. Das sind jetzt wieder einige Bücher. Ich weiß noch nicht genau, wie sehr ich über diese Bücher schwärmen werde. Das bedeutet, eventuell werde ich das Video splitten und es werden 2 Teile kommen. Aber ja, vielleicht wird es auch einfach ein langes Video. Bei manchen Büchern habe ich jetzt nicht so viel zu sagen. Und ja, weil ich auch teilweise einfach vergessen habe, was genau jetzt die Thematik ist, beziehungsweise um was es genau geht. Weil ich einfach so viele Bücher lese, dass ich mir das nicht bei allen hundertprozentig merken kann. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Als erstes auf meiner Liste steht ein E-Book und zwar Todesspiele von Martin Christ. Das hat mir der Autor freundlicherweise direkt zur Verfügung gestellt und genau, er hat mir das zugeschickt per Mail und ich habe es dann auch recht zeitnah gelesen, glaube ich. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung, ja, in dem man viele, ja, Kurzgeschichten zu verschiedenen Themen hat, was alles aber Thriller- oder Krimi-lastig ist, teilweise auch ein bisschen Mystery, was ich richtig cool fand, weil man da bei dem Autor dann einfach gemerkt hat, was er alles so drauf hat. Und man hat teilweise auch Charaktere aus anderen Büchern von ihm, also man trifft sozusagen alte Charaktere wieder. Und mir hat jede Geschichte an sich oder für sich sehr gut gefallen. So dass mir das ganze Buch auch wirklich sehr gut gefallen hat. Ich kann das sehr empfehlen, gerade auch um den Autor einfach mal kennenzulernen. Ich habe von Martin Christ selber nur ein anderes Buch gelesen, nämlich Böses Kind, was mir aber auch sehr gut gefallen hat. Und ich folge dem Autor auf Instagram und das ist so ein cooler, sympathischer Mensch, dass ich unbedingt dieses Buch lesen wollte. Und wie gesagt, man hat hier einfach die Möglichkeit, so dass die Bandbreite des Autors einfach zu kennenzulernen und das fand ich so cool an dem Buch. Also, das kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich glaube, dass es das mittlerweile auch in gedruckter Variante gibt. Ich habe es halt nur als E-Book. Dann habe ich hier in der Hand 3 Bücher von einem Autor, wo ich jetzt, glaube ich, nicht so viel sagen muss. Und zwar ist das Chris Carter. Ich habe hier einmal den zweiten Teil, das ist der Vollstrecker. Der dritte Teil ist der Knochenbrecher. Und der vierte Teil ist Totenkünstler. Ja, wie gesagt, da brauche ich jetzt, glaube ich, wirklich nichts zu sagen. Chris Carter ist einfach, was Thriller betrifft, der beste Autor, den es gibt, mein absoluter Lieblingsautor. Und ja, ich glaube, ich habe in einigen Lesemonaten, also mindestens in einem, darüber geschwärmt und auch in anderen Videos, zum Beispiel Tags oder sowas, habe ich über den Autor und über die Bücher geschwärmt. Also ich glaube, da brauche ich jetzt nicht wirklich viel zu sagen. Die sind einfach genial. Chris Carter schreibt extrem spannend, meiner Meinung nach. Die Fälle sind brutal, aber auch irgendwie echt, weil der Autor selber ja als, ich glaube, Kriminalpsychologe gearbeitet hat und somit ein bisschen, ja, da Erfahrungen hat mit Serientätern oder generell mit Mördern. Und das lässt er hier so einfließen und das macht das Ganze noch ein bisschen grausamer, aber ich lese es einfach extrem gerne. Ich liebe den Schreibstil, ich liebe ja die Spannung, die er da reinpackt, die Charaktere sind genial. Deswegen, ja, zu den 3 Büchern werde ich jetzt nicht groß was sagen, weil ich, wie gesagt, schon sehr viel geschwärmt habe. Aber Chris Carter gehört für mich definitiv zu einem Highlight-Autor und da wird jedes Buch ein Highlight sein und jedes Buch 5 Sterne bekommen, egal welcher Teil der Reihe das ist. Dann ein Buch von Andreas Gruber ist Herzgrab. Das fand ich auch richtig genial. Also hier geht es darum, dass eine Frau in die Toskana gereist ist oder ich glaube da sogar wohnt. Nee, sie ist dahin gereist und zum Begräbnis ihrer Brüder und verschwindet dann aber. Und das ruft auch so ein bisschen, ich glaube, die österreichische Polizei auf den Plan, weil sie Österreicherin ist. Und die fahren dann dahin und versuchen das aufzuklären. Gleichzeitig reist aber auch die Privatdetektivin, ich weiß gar nicht, wie sie heißt,
dorthin, weil ein Maler vermisst wird und ein ominöser Abschiedsbrief sozusagen aufgetaucht ist und dessen, ich glaube, dessen Tochter oder Nichte nicht so richtig daran glaubt, dass dieser Mann ja von alleine weg ist, also dass es wirklich der Abschiedsbrief echt ist. Und das Coole daran ist, dass diese Privatdetektivin und der Kommissar ein verheiratetes Ehepaar sind, beziehungsweise sie gerade eine sehr schwierige Zeit machen oder durchmachen, weil die Frau ihren Mann betrogen hat. Und jetzt treffen beide dort in Italien. Italien? Toskana? Toskana, Italien? Nee, ne. Keine Ahnung. Auf jeden Fall treffen sie da aufeinander und das ist einfach nur richtig cool. Also die Charaktere haben da auch so einen richtig schwarzen Humor. Also der Kommissar, der da unterwegs ist, hat auch seinen Partner dabei, der halt auch so richtig ironisch ist. Also der ist einfach nur richtig cool. Und die ganze Geschichte ist halt sehr, sehr verstrickt und dadurch trotzdem interessant. Und die Charaktere machen das einfach so cool. Also man hat so richtig Lust, die ganze Zeit da weiterzulesen, weil die Charaktere einfach so geil sind. Und ja, ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass dieses Buch keine Reihe ist, sondern dass das ein Einzelband ist, weil ich diese Charaktere in einer Reihe mir richtig, richtig gut vorstellen könnte. Also, das wäre wirklich richtig genial, die in so einer Reihe zu lesen und vor allen Dingen immer wieder zu lesen. Aber leider ist das nicht der Fall. Aber trotzdem kann ich dieses Buch euch sehr empfehlen. Also, das ist wirklich ein Buch mit sehr außergewöhnlichen Charakteren. Dann ein Buch, das habe ich in einer Leserunde auf Lovely Books gelesen, wo auch der Autor mit dabei war, was ich auch richtig cool fand. Also der Autor, ja, schreibt dann ja auch immer mal so ein bisschen seine Meinung dazu oder freut sich über das Feedback, was ich sehr cool fand. Und zwar rede ich von Mark Rabe und dem Buch Schlüssel 17. Genau, und das ist ja der erste Teil einer Reihe, wo ich hoffe, dass dieses Jahr Teil 2 rauskommt, aber ich habe das noch nicht rausgefunden, ob das der Fall ist. Also, falls ihr das wisst, wann hierzu Teil 2 kommt, dann schreibt mir das unbedingt unten in die Kommentare, weil ich zum größten Teil oder einiges hier schon wieder vergessen habe und deswegen möchte, dass der Teil 2 bald rauskommt, damit ich den schnell lesen kann. Weil sonst vergesse ich noch mehr, was hier passiert ist. Hier geht es darum, dass im Berliner Dom eine junge Frau oder ja, eine Frau aufgefunden wird, die dort in der Kuppel des Doms aufgehängt wird oder ist. Und es sieht so ein bisschen aus, als wäre sie oder hätte sie Flügel und wäre sozusagen ein schwarzer Engel. Und das Ganze ruft den Ermittler Tom Babylon auf den Plan und er geht dorthin und entdeckt an der Leiche einen Schlüssel, den sie um den Hals trägt und zwar mit einer Nummer drin, mit der Nummer 17. Und dieser Schlüssel kommt ihm sehr, sehr bekannt vor, denn mit diesem Schlüssel ist seine Schwester, seine kleine Schwester vor vielen, vielen Jahren verschwunden. Und dieser Schlüssel ist etwas, was mit seiner Vergangenheit zu tun hat und mit der Vergangenheit seiner Freunde. Und ja, dass er in dem Sinne noch nie so richtig verarbeitet hat, weil es eben auch mit dem Verschwinden seiner Schwester zusammenhängt. Und gerade dieses Verschwinden seiner Schwester ist so ein bisschen sein Lebensprojekt. Also er möchte die unbedingt, ja, nicht direkt finden, aber er möchte wissen, was damals passiert ist und warum sie verschwunden ist. Und jetzt taucht dieser Schlüssel auf und das wirft natürlich einige Fragen. Und ja, ich fand das Buch wirklich sehr spannend, gerade weil wir auch in dieser Vergangenheit von Tom Babylon landen und herausfinden, wo ja dieser Schlüssel herkommt. Nicht direkt, was es mit dem Schlüssel auf sich hat, sondern wo der Schlüssel herkommt. Und wir erleben hier auch seine Schwester ab und zu, die ja mehr oder weniger als Geist hinter ihm her ist. Also er bildet sie sich so immer ein, dass sie halt sozusagen bei ihm ist und auch so ein bisschen ihre Meinung da kundtut, was ich eigentlich ganz cool finde. Ja, und das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen mit dieser Geschichte in der Vergangenheit. Wir haben dann hier als zweite Person noch eine Psychologin und die stellt dann halt schnell fest, dass es irgendwie, ja, da etwa ein paar Ungereimtheiten gibt und dass scheinbar auch Tom einiges zu verschweigen hat, weil er natürlich nicht möchte, dass er von diesem Fall abgezogen wird, nur weil das irgendwie etwas mit seiner Schwester zu tun hat, weil er ja hofft, dass er dadurch auch, ja, seine Schwester eventuell wiederfindet, beziehungsweise etwas aufklären kann. Und das fand ich richtig cool. Und das Ende ist etwas offen, wodurch ich noch mehr auf Band 2 fiebere. Und genau.
Was bei dem Buch auch cool ist, es gibt vom Autor auf der Website des Autors, gibt es ja sozusagen Toms Garage, also die Garage von Tom Babylon, wo er einige Informationen über seine Schwester, über den Fall und über die Suche aufbewahrt. Und das gibt es sozusagen online auf der Webseite des Autors. Das ist richtig geil. Also, das ist vor allen Dingen sehr interessant, auch wenn man das Buch nicht gelesen hat, denke ich, weil man da so ein paar Hinweise auch bekommt, aber halt nicht so klar und deutlich wird, was jetzt es damit auf sich hat. Und ich habe da sehr, sehr gern reingeguckt und ich habe da auch vor kurzem wieder reingeguckt und dachte mir so, na, vielleicht finde ich da irgendwas, was es zum nächsten Teil gibt. Leider nicht. Aber ja, schaut da auf jeden Fall auch gern mal vorbei, falls ihr das vielleicht noch nicht kanntet bei dem Buch oder auch so, wenn ihr das Buch lesen möchtet oder es, ja, gelesen habt, dann schaut da vorbei. Ich fand es auf jeden Fall eine coole Idee vom Autor. Dann ist hier noch ein zweiter Teil einer Reihe und zwar von Stieg Larsson, Verdammnis. Das ist ja die Millennium-Trilogie eigentlich, die der Autor geschrieben hat. Der ist jetzt oder vor ein paar Jahren verstorben und dann wurde diese Reihe ja sozusagen weitergeschrieben von, ich glaube, David Lagercrantz heißt er. Genau, aber das ist jetzt Teil 2 dieser ursprünglichen Trilogie und mir hat ja schon Teil 1 richtig geil gefallen, also richtig, richtig gut, weil das auch hier ein Buch ist mit speziellen Charakteren, vor allen Dingen mit Lisbeth. So richtig hundertprozentig weiß ich nicht mehr, was alles passiert ist, aber es geht hier darum, dass Michael Blomkvist, das ist ja ein Journalist, in einen Fall von Mädchenhandel, ja, nicht direkt ermittelt, aber halt, ja, sozusagen eine Story ausgräbt. Und irgendwann wird der Mensch, der so ein bisschen sein Informant ist, tot aufgefunden. Und dieser Informant wollte diesen Mädchenhandel, beziehungsweise die Hintermänner dieses Mädchenhandels irgendwann auffliegen lassen. Der wollte eben, indem er in der Zeitung diese Story schreibt, mit vielen Beweisen auch, ja, zeigen, was da eigentlich los ist und wollte das so ein bisschen auffliegen lassen. Und jetzt ist dieser Mensch tot und das wirft natürlich einige Fragen auf. Und dann steht hier hinten drauf, dass der Verdacht auf Blomkvist seine Partnerin Lisbeth Salander fällt, die eine sehr, sehr, also sehr, sehr, sehr besondere Person ist, die in ihrer Kindheit sehr viel, ja, krasse Scheiße, würde ich mal sagen, erlebt hat und deswegen wirklich ein sehr eigensinniger Charakter ist, aber den man wirklich sehr, sehr gern hat. Also ich habe die im ersten Teil sehr lieben gelernt und ich fand sie auch im zweiten super. Und als letzter Satz steht hier hinten drauf, eine mörderische Hetzjagd beginnt. Ja, und genauso würde ich das auch bezeichnen. Es ist ein recht dickes Buch, aber es ist trotzdem sehr spannend. Und das ist das, was mich hier auch, ja, eigentlich dazu verleitet hat, diesem Buch 5 Sterne zu geben und es auf diese Highlight-Liste zu setzen, weil es mir einfach bezüglich der Spannung und ja, diesen ganzen also Hintergrundinformationen, hat es mich wirklich sehr gepackt. Gerade das mit dem Mädchenhandel ist auch wirklich eine sehr interessante Sache, die man sich ja, sagen wir mal, in der Realität nicht so vorstellen kann, aber es doch wahrscheinlich irgendwo auf der Welt so passiert. Und ja, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant und ich habe Teil 3 immer noch nicht gelesen. Schande über mein Haupt. Aber ich glaube, der dritte Teil steht auf meiner 19 für 19 Liste, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also dieses Jahr sollte der dritte Teil wirklich mal gelesen werden und dann entscheide ich mich, ob ich noch weiterlese mit den Büchern von David Lagercrantz oder ob ich es einfach lasse und genau die Reihe ab nach dem dritten Teil dann als abgeschlossen sehen werde. Dann liegt hier ein Buch, was ja zwiegespaltene Meinungen hervorgerufen hat. Es gibt Leute, die das total feiern, so wie ich, und es gibt Leute, die mögen das gar nicht. Ich habe das Gefühl, es gibt niemanden dazwischen, der sagt, naja, war okay, aber muss jetzt nicht sein. Also ich habe immer nur gute oder schlechte Stimmen gehört. Und zwar rede ich von Woman in Cabin 10 von Ruth Ware. Ich liebe dieses Buch. Es geht hier um eine junge Journalistin, die auf ein, ja, Luxusschiff eingeladen wird, wo sie sozusagen eine Reportage über dieses Luxusschiff schreiben soll, wo viele, ja, oder einige, sagen wir mal, prominente Leute eingeladen sind, um eben dieses Schiff zu testen, bevor dann die Allgemeinheit auf dieses Schiff kommt.
Und wie heißt er denn? Lou. Und Lou beobachtet auf diesem Schiff einen Mord. Beziehungsweise ist sie der Meinung, sie beobachtet einen Mord, denn sie erzählt es jedem. Aber also keiner glaubt ihr, weil einfach kein Mensch fehlt auf diesem Schiff. Weder von der Besatzung, noch von den Gästen, noch von irgendwem, der da irgendwas in diesem Schiff zu tun hatte und der auf der Liste stand, dass sie hingereist sind. Oder dass er eingestiegen ist in dieses Boot oder in dieses Schiff. Genau, und deswegen glaubt ihr keiner, aber sie erzählt es halt trotzdem jedem, weil sie der festen Überzeugung ist, dass irgendetwas passiert. Und was dann wirklich dahinter steckt, das fand ich wirklich sehr gut gemacht und damit habe ich auch nicht gerechnet. Also mich hat es tatsächlich wirklich überrascht. Viele haben dieses Buch kritisiert, weil Lou eben wirklich sehr, sehr vielen Leuten das erzählt und vor allen Dingen immer wieder dasselbe erzählt. Und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das für manche langweilig war. Aber ich mochte einfach den Schreibstil total und die Art, wie die Autorin das geschrieben hat. Und deswegen hat es mich gar nicht gestört, dass sie das immer wieder erzählt hat und man immer wieder in dem Sinne dasselbe gelesen hat. Also ich fand es wirklich spannend, auch wenn zwischendurch sozusagen ein Teil war, wo man das Gefühl hat, es passiert nicht viel, aber so im Hintergrund passiert eben doch was. Was ich wirklich also ein sehr gutes Zusammenspiel fand. Und ja, also mir hat es einfach sehr gut gefallen. Ich fand es wirklich spannend von Anfang bis Ende und ich bin da wirklich durchgeflogen. Ich habe das gewonnen über Lovely Books und Lovely Books hat da ein Lesewochenende veranstaltet und ich habe das wirklich an einem Wochenende, also in 2 Tagen, durchgelesen. Ich fand es wirklich spannend. Manche tun es halt nicht. Es ist ein Buch, was wirklich gezwiegespaltene Meinungen hervorruft, aber ich gehöre zu denen, denen es gefallen hat. Dann, bisschen wackelig hier, ein Buch, was der dritte Teil einer Reihe ist, die aktuell 5 Teile besitzt und bald kommt der 6. Teil raus. Und ich spreche von der, ich glaube, sie heißt die Shepherd-Reihe von Ethan Coase. Und der dritte Teil ist Ich bin der Schmerz. Sieht man natürlich in der Kamera gar nicht, weil die Cover einfach nur jeder schlicht eine Farbe haben. Das ist der dritte Teil und ich habe bis jetzt den ersten bis vierten Teil gelesen. Und von denen war das auf jeden Fall mein Lieblingsteil. In diesen Büchern geht es ja zum einen um den Polizist Marcus Williams und um den Serienmörder Francis Ackermann. Und Francis Ackermann ist ein sehr spezieller Charakter, der zwar, wie ich gesagt habe, ein Serienkiller ist, aber eben ja eine sehr spezielle Art hat, seine Opfer sozusagen umzubringen. Und Markus ist eigentlich das ganze Leben lang oder vom Anfang an immer hinter diesem Kerl her. Und ja, Francis Ackermann ist für mich ein Charakter, den ich sehr, sehr gern habe, obwohl er ein Serienkiller ist. Ethan Coase schafft es hier sehr gut, ihn super darzustellen. Er ist ein brutaler Charakter, er ist ein hinterhältiger Charakter, er ist ein skrupelloser Charakter und trotzdem gibt es so Momente in den Büchern, wo man ihn einfach lieben muss. Und in diesem Teil hat Francis Ackermann eine sehr, sehr große Rolle und er spielt sehr, sehr viele Seiten lang die Hauptrolle und also man liest sehr viel von ihm und genau das macht dieses Buch zu meinem Lieblingsteil, weil ja, ich diesen Charakter einfach total gern habe und er hier eine riesige Rolle hat. Ich möchte euch jetzt nicht genau sagen, um was es geht. Und ich möchte auch nichts auf dem Klappentext euch vorlesen, weil die Bücher von Ethan Coase auf den Klappentexten vieles stehen haben, was spoilert. Und ich möchte euch das nicht vorwegnehmen, weil, ja, das glaube ich, die Sicht auf Ackermann und auch auf Markus, also auf den Polizisten, für euch verändern würde. Und deswegen möchte ich da jetzt nicht so groß drüber reden. Aber für mich auf jeden Fall der dritte Teil der Reihe, bisher der beste. Ich habe noch den fünften hier stehen und der sechste kommt ja auch bald, wo ich hoffe, dass ich den dann auch recht zügig hier einziehen lassen kann und lesen kann. Und ja, ich bin schon ein bisschen traurig, wenn die Reihe zu Ende ist, weil das, wie gesagt, auch ein sehr spezieller Charakter ist und den ich sehr, sehr ins Herz geschlossen habe. Ich kann euch die Reihe auf jeden Fall empfehlen, außer diesen Zusatzband Racheopfer, den könnt ihr euch eigentlich schenken. Meiner Meinung nach, ich fand ihn schlecht.
Und als letztes habe ich hier noch einen Krimi in der Hand und das ist Nele Neuhaus Buch Im Wald. Das ist der 8. Teil einer Reihe und ich habe dieses Buch gelesen, bevor ich alle anderen Bücher kannte. Also ich habe bis jetzt aus dieser Reihe Teil 8 und 9 gelesen und alle anderen noch nicht. Und das ist aber hier überhaupt kein Problem, weil man eben einen abgeschlossenen Fall hat. Hier geht es darum, dass in der Nacht, also mitten in der Nacht, ein Wohnwagen in einem Wald in Flammen aufgeht. Und die Kriminalkommissare Oliver von Bodenstein und Pia Sandhoff ermitteln erstmal wegen Brandstiftung, aber irgendwann auch schnell wegen Mord, weil sie feststellen, dass in diesem Wohnwagen noch jemand war. Und dann hat man einen zweiten Fall, der kurz darauf passiert, und zwar wird in einem Hospiz eine alte Frau erdrosselt. Und da stellt sich schnell die Frage, wer erdrosselt eine Frau, die zum einen alt ist und zum anderen in einem Hospiz ist. Das bedeutet, eine Krankheit hat, die sie sowieso bald dazu bringt zu sterben. Und genau diese Frage interessiert Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff, oder Sander heißt sie, sehr. Also die steht so ein bisschen auch im Vordergrund und vor allen Dingen stellen sie schnell fest, dass diese beiden Teile oder diese beiden Fälle zusammengehören. Und ja, mir hat es hier wirklich sehr gut gefallen. Es ist halt ein Krimi, sodass ich jetzt nicht krass viel Spannung erwartet habe, aber ich habe diese Spannung hier bekommen. Und das fand ich einfach genial. Also Nele Neuhaus hat mich da richtig neugierig auf ihre Reihe gemacht und ich habe auch schon einige weitere Teile der Reihe hier stehen, weil ich richtig, richtig Lust habe, diese Reihe jetzt weiter zu verfolgen und auch die Charaktere weiter zu verfolgen. Man ja, erfährt halt auch so ein bisschen was aus dem privaten Umfeld der Charaktere, aber man hat halt trotzdem einen abgeschlossenen Fall. Und ja, was hier in dem Buch auch noch sehr besonders ist, ist, dass wir hier auch in der Vergangenheit von dem Ermittler Oliver von Bodenstein landen. Und genaueres dazu möchte ich gar nicht sagen, weil das etwas Besonderes ist, was ja die ganze Geschichte irgendwie nochmal in eine andere Richtung dreht. Und was mir wirklich gut gefallen hat. Also, ich liebe das ja, wenn die Protagonisten auch so ein bisschen, ja, so eine private Note auch in ihren Fällen drin haben und es dann teilweise halt auch ihre eigene Vergangenheit trifft, was in diesen Fällen passiert ist. Und das ist auf jeden Fall ein Buch, was mir sehr gut gefallen hat und wo ich auf jeden Fall sehr Lust habe, die Reihe zu lesen. Ja, ich würde sagen, das war's. Es ist jetzt doch nur ein Video. Wir sind jetzt bei 23 Minuten, also das geht eigentlich. Und ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, falls ihr eines der Bücher gelesen habt, ob ihr das auch als Highlight empfunden habt oder vielleicht waren es bei euch auch Flops. Gerade bei Woman in Cabin 10 kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ansonsten, ja, schreibt mir gerne auch in die Kommentare, was so eure Highlights aus dem Jahr 2018 waren. Oder vielleicht habt ihr auch ein paar Empfehlungen für mich. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich würde sagen, falls ihr Lust habt, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Ciao!